sehen Sie, da freue ich mich doch, wenn ein Bub, oder das ist kein Bub, Entschuldigung, das ist ein junger Mann, aus der Fußballschule kommt, direkt zu den Profis kommt, aus gewissen Gründen. Er hätte auch zu den Amateuren gehen, aber ich kenne ihn, ich durfte ihn schon trainieren. Ich habe ihn aus gewissen Gründen gleich zu den Profis mit dazu genommen, wir. Und er hat jetzt wenig gespielt und bei den Amateuren hat er auch nicht viel gespielt, weil er oft auf der Bank saß. Und im Trainingslager hat er auch nicht viel gespielt, weil andere vorne dran waren. Das muss man alles mal sehen. Der hat nicht gespielt. Eigentlich hat er nicht gespielt. Und jetzt hat er gespielt beim Stand von 0-0 gegen Düsseldorf. Und er hat mutig gespielt. Ah, der Christian Günther ist noch kein Bundesligaspieler, dass das klar ist. Das wissen wir noch nicht, wo das hingeht. Nur, seine Haltung zum Training, seine Art und Weise, Professionalität zu leben, schon seit Jahren, mit seiner Berufsausbildung und alles. All diese Voraussetzungen sind schon mal sehr gut, dass er einen guten Weg gehen kann. Aus Tennebronn, der hat die Berufsausbildung gemacht, als er A-Jugendspieler war. Wenn man im SC Freiburg in der A-Jugend spielt und macht eine Berufsausbildung, dann heißt es was. Das ist ein rund um die Uhr Job. Da gibt es nur noch Essen und Schlafen. Das hat er 3 Jahre gemacht. Der hat einfach... So, und das sind schon mal Voraussetzungen. Der ist nicht so schnell gestresst vor irgendwas jetzt, bei dem Leben, was er jetzt hat. Er ist ein Kandidat für die Startelf, aber es kann auch sein, dass er nicht spielt.